Wir sind hier im Auerhorner Schloss. Das ist ein hochhistorischer Ort, der im Mittelalter so Vorposten vom Bischof von Konstanz im Kampf mit dem Kloster St. Gallen steht, auf römischen Wurzeln. Da. Wir sind im Bereich des römischen Kastells. Nicht weit weg die Pfahlbauersiedlung, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und da ist auch der Grundstein geleitet worden zur Industriegeschichte von Aargau. Im Ersten Weltkrieg, größte Stadt im Thurgau, wichtigste Industriestandort. Mit den vier Sauren mal als Weltmarktführer im Lastwagenbau. Und der heutige Tag, wo wir das erste Mal beginnen oder jetzt in Angriff nehmen und damit auch formell jetzt eröffnet, soll ja ermöglichen, dass man hier da auf eine Zeitreise auch gehen kann, durch die reichhaltige Aargauer Geschichte. Und darum freut es mich natürlich sehr, dass das gelungen ist. Jetzt wird die aber nicht mehr länger werden und am Andrea von Landen Kantonsrat Gerd Zwarke, er ist der Podiumsleiter und wünsche Ihnen und uns allen ein spannendes Podium. Danke vielmals, Dominik Fietzi. Was erwartet Sie heute Morgen? Kantonalmuseumsstrategie, wo uns der Paul Roth vorstellt, dann schließt da der Heier Lang mit dem Referat auch zum Thema die kantonalen und die örtlichen, die regionalen Museen im Kanton, ihre Bedeutung, ihre Zukunft. Herr Stadtpräsident, geschätzte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass wir da einen Beitrag leisten können in diesem Rahmen. Ich bin sehr, sehr gern nach Aargau gekommen. Gestatten Sie mir, dass ich zuerst einmal die Rechtsgrundlage kurz in Erinnerung rufe von unserer Museumslandschaft. Denn das Kulturgesetz, das festlegt, dass 6 Museen geführt werden vom Kanton, das Historische Museum, das Naturmuseum, das Napoleonmuseum Arenenberg, das Ittinger Museum, das Kunstmuseum und das Museum für Archäologie. Sie haben es aus meinen Ausführungen können entnehmen, den Weg zu einem neuen oder ergänzenden Historischen Museum wird noch länger sein. Danke vielmals, ich gebe zurück. Der Verein Museen in Thurgau, der gibt es seit über 100 Jahren, ist mit dem Ziel, historische Gegenstände zu sichern für den Kanton. Die letzte Schenkung ist letzten Herbst passiert. Jetzt hat der Verein keine solche Aufgabe mehr. Und damit hat er eigentlich seinen ursprünglichen Zweck verloren. Das ist unsere Anträge an die nächste Generalversammlung. Wir werden erstens den Verein nicht mehr zu einem allgemeinen Verein machen, sondern zu einem Verein von den Museen. Also die Museen sollen die Aktivmitglieder sein. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu verknüpfen, sich näher kennenzulernen. Sie haben vor allem kein Podium, wo sie sich austauschen können. Das sollen wir werden. Wir werden Projekte lancieren für alle, die mindestens ein paar zu gut kommen. Das Gleiche wie auch der Kanton macht, gemeinsame Themen zu finden, wo ein paar Museen zusammenarbeiten. Wir haben gehört, 6 kantonale Museen, etwa 60 regionale, lokale Museen, also eine riesige Vielfalt. Herr Lang, ich weiss, wo Sie das erste Mal von dieser neuen kantonalen Museumsstrategie gehört haben, haben Sie die Nase gerümpft. Wie weit sind Sie heute mit dem Verständnis von dieser Strategie? Ich rümpfe keine Nase. Ich äußere mich auch nicht zu dieser Strategie. Ja, aber Sie... Dürfen wir die Antwort als sehr vielsagende Antwort entgegen? Es ist nicht viel, es ist einfach, es ist nicht die Aufgabe vom Verein, irgendwie eine Stellung zu setzen. Das ist vom Kanton. Und das ist weder positiv noch negativ, sondern einfach neutral. Herr Dietzi, Sie haben von dieser Strategie gehört, Sie sind im Stadtrat, glaube ich, mindestens in der AG Museum gesprochen. Welches sind die ersten Reaktionen in der Abo gewesen? Ja gut, also so wie wir sie verstehen,
finde ich natürlich eine sehr gute Strategie. Eben dezentrales Universalmuseum. Wir sind ein Kanton, der kein klares Zentrum hat, mit vielen dezentralen Zentren. Eben Aarbon gehört da dazu. Und nach unserem Verständnis wäre es darum eben auch sehr sinnvoll, oder wenn man die kantonalen Museen wirklich auch geschickt über den Kanton halt verteilt, oder damit da möglichst viele Einwohner, Regionen auch wirklich können profitieren von diesen kantonalen Angeboten. Und darum, so wie wir sie verstehen, finde ich da eine gute Strategie. Sie sagen, wir haben so viele Baustellen mit den Museen, also kommt die Strategie zum falschen Zeitpunkt. Erzähl mal die Baustellen, wir müssen erledigen. Nein. Ich denke, sie kommt zum goldrichtigen Zeitpunkt, oder? Also man muss ja die grobe Linie kennen, ich will die richtigen Bilder und so, und nachher das abbrechen und so, und das passiert jetzt mit den Baustellen. Also da bedingt sich gegenseitig. Herr Lange. Also eine Kritik habe ich natürlich an dem Konzept. Weil letztlich hat der Kanton die regionalen und lokalen Museen ihr Konzept einbezogen, indem sie uns den Auftrag und auch Geld gegeben haben, um den Auftrag zu erfüllen. Ich verstehe nie, warum das nicht in dem Konzept steht, sondern sagt, das ist in einer zweiten Runde. Im Grunde haben wir das jetzt gemacht. Und wir sind jetzt dafür verantwortlich und haben die Verantwortung auch sehr ernst. Wir stehen auch ständig in einem sehr guten Kontakt mit der Kultur. Und da finde ich einen Mangel von dem Konzept, dass man das nicht erwähnt hat. Weil das ist ein Teil vom Auftrag, vom gesetzlichen und verordnungsmäßigen Auftrag, den der Kanton hat. Also da komme ich ein bisschen zum Schluss. Bei den Gemeinden ist da also durchaus auch noch ein bisschen ein Mittelpotenzial vorhanden, um das lokale, regionale zu pflegen. Das ist sowieso gut, das Subsidiaritätsprinzip, oder? Dort Mittel einsetzen, wo die Leute auch etwas haben davon und wo die Leute auch ein Signal geben können. Das wollen wir, das brauchen wir, das ist gut, wenn ihr das macht. Also von dort her, wir sind im Thurgau ja immer von dem Standpunkt, dass die guten Lösungen von unten her wachsen und nicht von Frauenfeld her befohlen werden. Weil so funktioniert es nicht gut. Also, Herr Dietzi, Motto, werkelt ihr mal zuerst selber. Fühlt ihr euch in dem Sinn vom Kanton breit oder fühlt ihr euch einfach ein bisschen vernachlässigt? Naja, ich finde es nicht vernachlässigend. Ich glaube, wir haben wirklich das Glück, dass wir eben sehr viele Private vor Ort haben, die sehr initiativ sind, sehr viele Ehrenamtliche, die eben die Museumslandschaft vor Ort jetzt da zum Entstehen gebracht haben, wo ich aus Arbeiter-Sicht finde, da können wir wirklich stolz drauf sein. Eben, es geht jetzt wirklich um die Kantonalebene, eben um das historische Museum und dort hoffen wir, dass eben die Entwicklung eben in die Richtung vielleicht geht, die wir gern hätten. Herr Lang, von Ihnen könnte fast auch ein bisschen Kritik herausgehören, dass es zu viele Museen gibt. Sie haben vorhin gesagt, die werden nicht alle professionell geführt, zum Teil ein bisschen hemdsärmelig, man hat zu wenig Geld. Also sollte man sich nicht darauf konzentrieren, wie der Kanton St. Gallen wie der Spitäler. Ein bisschen weniger. Jetzt! Jetzt! Also, wir können nicht Museen abschaffen. Dort ist nicht zu, wir können nur Museen ins Verein aufnehmen. Es ist immer eine Glaubensfrage oder letztlich ein Engagement, und zwar ein Herzensanliegen von vielen Leuten, da etwas zu schaffen, etwas zu sammeln, wenn möglich auch auszustellen. Und wieso sollen wir das nicht akzeptieren? Ob man es dann noch unterstützt vom Kanton her, das ist die andere Seite. Aber indirekt wird es jetzt nicht unterstützt durch uns, und das heisst direkt vom Kanton über uns, wenn wir das probieren zu machen. Rudi Bär, macht es wirklich Sinn, dass jede Gemeinde zwei, drei Museen hat wie Aarbon, wo man sich besser konzentriert? Also das ist natürlich eine heikle Frage. Also, wenn jetzt ja die Frage umgekehrt würde sie, braucht es auch ein Museum? Dann müsste ich ja klar sagen, ja. Also steht es mir nicht an, einen anderen die Existenzberechtigung abzusprechen. Also, gehen wir dem Politiker als nächstes. Aber und kämpfe intensiv, wenn es um das historische Museum dominiert. Wenn man so ein Museum will, braucht man Argumente. Welche sind die drei besten Argumente, um das historische Museum auf Aarbon zu holen? Die drei besten Argumente. Gut, ich sage nochmal die dezentrale Struktur vom Kanton. Oder wenn man wirklich will, dass möglichst viel wahrgenommen wird von den kantonalen Museen, dann müssen die möglichst clever verteilt werden. Und da wäre dann Aarbon prädestiniert für so einen Standort. Dann eben die Geschichte von Aarbon, oder? Wenn man sagt, wenn man das Mittelalter in Frauenfeld belassen, dann geht es ja insbesondere um die Industriegeschichte.
Und also, welchen Ort hat mehr Industriegeschichte als Aarbonn? Ich glaube, da sind wir wirklich dann auch sehr prädestiniert. Und Dominik Dietzi, was macht Aarbonn zu einem Kanton? Zu helfen jetzt, also zu einer guten Risiko? Mehr Lobbying betreiben? Oder wie geht die Stadt Aarbonn vor? Ja gut, eben, schon vor meiner Zeit oder hat sich die Arbeitsgruppe wirklich sehr bemüht, oder, da wirklich Grundlagen zu liefern, oder, wo man dem Kanton kann zeigen kann, wie das vielleicht die Aarbonn könnte aussehen. Eben jetzt auch wieder heute, ich meine, so ein Publikum für so ein Thema, da zeigt ja irgendwie auch, dass man hier die Aarbonn wirklich gut schafft in diesem Bereich, das Museum da eine starke Position nimmt. Und eben, da wäre auch der Kanton aus meiner Sicht eben dann attraktiv, um zu sagen, mal, an dem Platz tun wir uns auch engagieren. Sie haben einiges gehört über die Strategie, über die kleinen Museen, über die Erwartungen von Aarbonn. Jetzt wären Sie dran mit Ihren Fragen, mit Ihren Bemerkungen. Schön, Sie bitte schnell aufsagen Sie Ihren Namen. Es ist immer entscheidend, nicht nur, was man sagt, sondern auch, wer etwas sagt. Und darum ist es noch interessant, wenn wer was sagt. Wer würde Anfang machen? Warum wird das Branding Museum im Thurgau aufgegeben, das ja uns alle vertreten wird? Ja, mit dem, dass der Kanton Museum im Thurgau heißt, ist natürlich Nähe zum Museum in Thurgau, wo eben genau nicht die kantonalen Museen abdeckt. Die sind zwar Mitglied, alle, also das ist klar, und die werden da fest mitschaffen. Da ist einfach die Nähe groß. Das gilt sowohl für den Kanton als auch für uns. Wir heißen jetzt offiziell Kleinmuseen im Thurgau und das haben wir in Kürzel muse.tg. Und der wird man propagieren, das wird unser Webauftritt sein, das wird unser Logo sein, in allen Geschäftsangelegenheiten. Und damit können wir uns deutlich unterscheiden vom Kanton und damit haben wir auch einen sehr eigenständigen Begriff. Nächste Frage. Kurz Martin von Wollenzahn. Ich habe mir schon den Eindruck, dass Aarbonn gemacht wird, weil Leute möglichst lange nicht wollen, das Frauenfeld weg. Und das Zweite, sagen wir, es müsse eine Volksabstimmung geben. Und dann müsste dann durch, oder in Oberthurgau, wo nicht viele Leute, und Oberthurgau ist ein Bezirk, wo äußerst viele Museen hat, zu den Aarbonner-Museen, die schon aufgezählt worden sind, Autobauer, Korama-Kutschen-Museum, und zum Beispiel Barne, es gibt noch weitere. Da ist eine reiche Museumslandschaft drin und ich glaube, es würde im Kanton sehr gut anstehen, wenn man da auch ein in Oberthurgau würde machen. Danke vielmals, das ist meine Gesüsserung. Ja, bitte. Max Gimmel von Aarbonn. Mir fehlt in dieser Strategie der Bezug zum Tourismus. Und zwar einerseits in der Arbeitsgruppe hat es keinen Vertreter vom Tourismus, andererseits aber auch in den Betrachtungen des möglichen Standorts. Weil ein Museumsbesuch ist ganz klar verbunden mit Freizeit. Und Freizeit ist einfach das Angebot, das im Tourismus eigentlich dann noch ergründet. Die Bodensee-Region ist eine der stärksten Regionen touristisch. Da kommen über die Sommermonate Millionen am Bodensee. Im Museum sagt man, fahren 200.000-300.000 Velofahrer. Wie werden die Belange in die Strategie einbezogen? Jetzt sieht man von dem noch nicht so viel. Das ist eine Frage an Herrn Roth, denke ich. Ja. Genau. Also der Bezug zum Tourismus, der ist uns sehr wichtig. Oder? Also ich wüsste auch, wenn man in die Ferien geht und so, Museen sind immer ein Teil davon auch. Und in unserem Kriterienkatalog sind die touristischen Faktoren, die wir 2013 schon hochgewichtet haben, dort mal noch mit dem Werner Müller, der auch in dieser Projektgruppe war, die sind drin, da kann ich Sie beruhigen, Herr Gimmel. Und die werden mitdenken. Letztlich geht es um Besucherströme, die wir abholen müssen. Und da sind ganz verschiedene Facetten, die man da muss interessieren muss. Das ist kein Manko. Danke. Wenn Sie etwas abgeben, ja bitte. Ja. Peter Ransfeld, Kantonsrat Kärntingen. Ich denke, man müsste den Museumsstandort Aarbonn als Bestandteil von einer Region anschauen, wo Bregenz umfasst, wo St. Gallen umfasst, wo vielleicht Lindau umfasst. Und in dieser Region, denke ich, ist da ein ganz großes Potenzial. Also nicht so da, ich denke, es ist eine Chance, um im östlichen Bodenseeraum eine Bereicherung der Museumslandschaft zu realisieren. Danke für die Meinungsäußerung. Nächste. Peter Hubser, Entschuldigung. Peter Hubser, ehemaliger Kantonsrat. Ja. Lieber Paul Roth, es gibt nicht nur zwei Geschichtsfelder. Da ist Mittelalter und Neuzeit.
sondern es gibt noch Urgeschichte und Aarburg ist mit der Bodenseeregion ein Weltkulturerbe von der UNESCO. Und es gibt noch die Zeit der Römer, wo ganz ein wesentlicher Punkt war für die Entwicklung von der Technik und so weiter. Und auch bei den Römern sind wir hier an einem Ort, wo die Römer gewirkt haben. Und ich denke, das sind zwei wichtige Punkte, die man auch in Betracht ziehen muss. Man muss die Geschichte dort zeigen, wo sie stattgefunden hat. Und wenn ich mich daran erinnere, wenn ich mit den Schülern, mit meinen Schülern in ein Museum gegangen bin, dann waren die nicht scharf auf die Geschichte der Landwirtschaft, sondern dann sind die scharf gewesen, zum einen auf die Geschichte von der Fallbauer, wie man so meinetwegen gesagt hat, und von der Geschichte, die so von den Grossvätern her nötig war. Danke vielmals, Peter, für die Meinungsäußerung. Dann haben wir noch gerne die nächste Bemerkung. David Bohm, Präsident von der Stiftung Okorama Robinson. Ich glaube gleich, es braucht auch Leuchttürme, grosse, in einer Region. Und von dort gesehen ist Regionalpolitik zwingend. Der Kanton hat mal in eine ganz andere Richtung gegangen mit dem Grundkonzept. Jetzt nur noch Frau, da hat Kreuzlingen gegeben. Zum Glück haben wir das in Montenburg auch können behindern, mit der massivsten Intervention. Und darum ist es, meine ich, richtig, wenn wir auch Regionalpolitik machen, weil wir sind dezentral. Und dann soll es einen Leuchtturm geben. Und wir wünschen uns natürlich auch einen Thurgau, eben als Hebel, oder, aber dann etwas rechts, das eben auch ausstrahlt, das eben die Leute wirklich da anbringt. Aber, und das muss ich auch sagen, ich bin ja auch Kantonsrat, das Oberthurgau und auch Aarborn müssen fein und dezent vorgehen, denke ich, will am Schluss von der Gesamtbevölkerung einfach auch überzeugen von der Oberthurgauer Lösung. Und ich denke, da eben, müssen wir regional denken, heisst auch auf Raumfeld und andere. Danke auch für die Meinungsäußerung. Ich bin Petit, Präsident CVP Aarborn, sehr tourismusaffin. Ich bin sehr froh, es ist immer wieder erwähnt worden, Tourismus und Kultur. Ich würde wünschen, dass wir das auch in der Politik, alle anwesenden Kantonsräte, das würde mitnehmen, dass wir endlich wieder mal über das Tourismusgesetz reden tun, das Biffi ist und wir entsprechend auch Mittel haben, so eben auch unsere Kulturschätze verwalten. Vielen Dank. Danke vielmals. Kurze Schlussrunde. Ich möchte von allen vier noch wissen, nach dem Podium, welche Gefühle und Hoffnungen haben wir jetzt im Blick auf die Thurgauer Museumsszene und nicht zuletzt im Blick auf das Historische Museum? Ich fange mit Ihnen an, Sie haben am wenigsten sagen dürfen. Wenn ich am wenigsten erzählt habe. Ich habe weder Gefühle noch Hoffnungen in dieser Sache. Sie würden schon recht machen. Ich hoffe, jetzt könnten Sie mal emotional werden, welche Gefühle und Hoffnungen nach dem Podium? Also, ich habe die Hoffnung, dass der Kanton Thurgau Kraft hat, seine jüngere Geschichte, seine neue Geschichte noch besser darzustellen, als dass er das heute macht. Dass er aus dem heraus noch mehr für seine Identität gewinnt. Aus dieser neueren Geschichte auch, für die Zukunft lernt auch und zu dem Zweck sich das Geschenk von einem guten neuen historischen Museum angibt. Und der Stadtpräsident, welche Gefühle und Hoffnungen heute Morgen? Also ich habe ein gutes Gefühl, also ich habe wirklich den Eindruck beim Paul Roth und seinen weiteren Mitgliedern, dass man sich da wirklich bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen da die Ausgangslage zu machen und dann Regierungsrat dann auch wirklich einen sinnvollen Vorschlag zu machen. Dann klar ist die Hoffnung, aus Anwohnersicht, dass wir an dem wirklich guten Standort haben. Auch noch dürfen ein sehr schönes kantonales Museum aufzüchen. Und das pointierte Schlusswort von Herrn Wehr. Also nach dem Stadtpräsidenten hat man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Darum bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich bin überwältigt über das Interesse von Ihnen. Das ist unglaublich. Ich habe gesagt, wenn es Dutzend kennt von denen, die nicht mühen, dann haben wir es sehr schon erreicht. Und Andrea, die auch in unserer Arbeitsgruppe immer außerordentlich gescheit, also wir haben auch ein Minderwertigkeitskomplex, wenn einer schon so fertig redet. Also der Andrea hat das wunderbar gemacht. Danke vielmals.
vielmals Ihnen fürs Interesse und Schlusswort hat wie immer der Stadtpräsident genau. Uns in Arbor, Dominik Hirz. Das ist ein Wiener. Ja, Abschluss. Ja, also mir bleibt es einfach wirklich natürlich von mir her noch zu danken, wirklich allen, die eben zusammen mit dem heutigen Museumstag und danach sich da derart engagieren, dass sie überhaupt möglich machen. Das ist alles relativ kurzfristige Sache jetzt gewesen. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, was man da jetzt wirklich auf die Beine gestellt hat. Einen speziellen Dank natürlich allen Podiumsteilnehmern, Andrea von Landen. Und der Apéro, klar, ja, das ist auch noch wichtig. Jetzt gerade unmittelbar sind Sie ja alle noch sehr herzlich eingeladen zum Apéro. Bleiben Sie noch einen Moment da. Können wir dann noch einen Austausch pflegen miteinander. Herzlichen Dank. Wo man sich vorstellen, dass du um Arbon rum, um St. Gallen rum, 20'000 Frauen, fast alle Frauen, die da auf dem Land gewählt haben, die haben zu Hand gestickt. So, mit dem Stickrahmen, mit dem Rollen. Deine Fussenziehen zurück. Die haben alle gestickt, aber nicht einfach daheim, weil es lustig ist, sondern zum Geld verdienen. Die haben auch funktioniert, das glauben wir jetzt, und das war ein grosser Erfolg. Da ist die Maschine gekommen, aber jetzt müssen wir zuerst das nur. Und den Stoff verziehen. Stinken ist immer verzieren. Das ist ja ein ganz wunderprächtiger Stoff, mit Pailletten. Juden haben Rechtungsmaschinen erfunden, die einen Stoff bewegen kann. Eine unglaubliche Erfindung für die gutsmalige Zeit. Wir glauben jetzt gerade an, wie das funktioniert. Und das funktioniert immer noch. Über 100 Jahre würde das Handy noch funktionieren. 100 Jahre. Totziffer. Und der Computer vom Vater, der Laptop von der Mutter funktioniert alles nicht mehr. Die Maschine funktioniert immer noch. Es ist so gut, dass sie selbstständig arbeiten kann. Das sind übrigens Schiffchen. In der Nähmaschine hat sie auch Schiffchen drin. Da in diesen Schiffchen sind so kleine Gummibli drin, kleine Spürer, genau wie bei der Nähmaschine. Jetzt, Achtung, Spürer, hopp, und jetzt wird es weiter. Und sehr wahrscheinlich das älteste Abzeichen überhaupt in der Weltkosmologie. Es ist nicht das erste, das überhaupt ausgeworfen ist, das ist das einzige Auto, das nicht am Museum gehört, sonst gehört man vergessen, so zählen. Wie ich so alt aussehe, das Auto ist ein bisschen jünger, das ist 1911, also auch vor über 100 Jahren ist das Buch geworden. Vor 100 Jahren. Das Dampfwägeli hat Flügerbenzin drin gehabt. Und wo das Dampfwägeli in der Armee war, wenn der Weg war, also die Schule gekürzt für die Piloten, haben die Piloten müssen mit dem eigenen Flugzeug ins Militär. Weil das Militär hat keine eigenen Flüger gehabt vor dem Ersten Weltkrieg. Dann mussten sie mit dem eigenen Flüger kommen und dann hat man das Benzin gecheckt. Das Auto hat keine Scheibe gehabt. Nur hat man noch das Gefühl gehabt, der Chauffeur kann froh sein, wenn sie das Dach haben. Dass er nicht ganz verrissen ist. Die sind aber auch im Winter gefahren mit diesen Autos. Ja, wenn er in der Ebene ist. Aber wenn er den Berg aufgegangen ist, hat er dann noch 15 Meter. Habt ihr schon mal gehört, was der Unterschied zwischen einem Benzin und einem Dieselmotor ist? Der Dieselmotor braucht weniger Triebstoff für die gleiche Leistung. Vor allem für die tiefe Basisleistung, also stark, sind eigentlich alle Lastwagen mit Dieselmotoren ausgerüstet. Das ist das weltälteste Fahrzeug mit einem Dieselmotor, das überhaupt existiert. Und dann stellt die Maschine nach.
Wir können nachher alle so eine Fotoheine als Erinnerung. Stahlkonstruktionen, so der Bezug zu Brüssel, auch der merkt man ein Stück weit die Jugendstilform von dünnen Wänden und von einer Raumaufteilung, wo man sehr gut sieht, dass es eine Proportion gibt, die ähnlich ist wie bei der Gotik, wo abstrahiert zum einen, viel Florals übernimmt, auf der anderen Seite aber auch die Überlängungen macht, auch in der Gestaltung von Menschen, von Figuren, aber auch in der Gestaltung von den Räumen insgesamt. Jetzt nicht ein fester Baukörper, sondern eine Metallsäule, die im Jugendstil ja wirklich charakteristisch ist. Der Teil von der Fensterumrahmung, wo man schön sieht, in der Höhe oben nicht einfach die Tüte zogen, von oben bis oben, sondern unten, da lässt man ihn frei und setzt ihn in der Höhe oben an. Genau, Gegenteil, wie man macht, man könnte ja auch einen Sockel wegdicken und dann auf. Da sehen wir es nicht. Da ist später reingemacht. Aber da ist. Ja, die Telefonleitungen sind da. Thank you.
Gallus in Ab- und Nacht setzt, der hat sich gerade verewigt in der Stadt. Die zweite Legende ist, er hätte gegen die Dämonen kämpfen müssen, sprich gegen den Teufel, und hätte sich so fest in den Stein hineinstemmen müssen, dass er gerade noch sogar der Stein eigentlich der Abdruck hat. Und die dritte Legende ist, er war so ein heißer Prediger, dass nicht nur die Frauenherzen, sondern sogar die Stein geschmolzen sind. Wir sind da jetzt in der Galluskapelle, da will man gerade mal da wirklich anfangen. Die Galluskapelle ist eine Grabenkapelle, sie sind über x hunderte Jahre. Dort unten sind 6 Schichten der Gräber übereinander aufgeschlichtet worden. Man weiß, dass mindestens 5 Ecktürme gestanden sind, unter anderem ist auch Galluskapelle da auf einem Eckturm. Und man sieht da sehr deutlich eigentlich die Art der römischen Befestigungsbauten. Sie haben immer nur die äußerste Mauer, jeweils die innere und äußere Mauer. Von 1522 weg ist die paritätisch geführt gewesen. Und man hat den hinteren Teil damals abgerissen und dann hat den gotischen Teil, den Chor, stehen lassen. Der Heilige Martin. Die Kirche für den Heiligen Martin. Und ursprünglich war noch ein 4. Stein, da im Winteren dahinter. Und bis die Kirche abgebrochen hat, den Teil, ist der Stein dahin, wo das Antlitz Gottes drauf ist. Ist von daher eine höhere Oberkeit und ist nicht kaputt gegangen. Ist natürlich als Wunder bezeichnet worden. Und Sie können den Hütten anschauen, der ist also tatsächlich noch sehr gut erhalten. In Arbon, da sieht man Arbon Felix am Bodensee. Da drinnen ist Arbon Felix da mit. Konradin, der ist 2 Jahre in Arbon erzogen worden, er war 14 Jahre, wie er da hergekommen ist. Und ich stehe.
der Franz Sauer, Mitte der Adolf Sauer und rechts der Hippolyt Sauer. Seit 1955 bis 1963. Die Kirche hat aus einer Notwendigkeit ausgebaut werden müssen, 1490, weil die anderen Kirchen sind außerhalb der Stadtmauer gewesen. Das hat man die Stadtmauer geschlossen gehabt. Und von der Stadtmauer zu uns hätten die Leute nicht beten gehen können, weil die Kirche außerhalb gewesen ist. Wenn man da vor uns sieht, die zwei Amtshäuser, das sind Lehmannhäuser. Die Lehmannhäuser sind entstanden ab 1680, 14. 15. Jahrhundert. Und man sagt, es sind die ersten mobilen Bauten gewesen. Die Tatsache ist, man hat die Häuser ohne jeden Nagel gebaut. Man hat den unteren Teil ausbetoniert und oben hat man die Ständer aufgestellt und dann hat man Luten gemacht, also Fugen und Luten, und hat dann die Bullen, das sind die Querspalten gewesen, eingeführt. Aus dem Reichtum, weil Blau war ja nur aus die Farbe nur aus Orient beziehen können. Bei uns da in Mitteleuropa hätte es die Farbe nicht gegeben. Da sind alle Regeln entweder grau oder braun gewesen. Und er hat es aber dann viel Richtung da gezeigt und hätten damit das so schön gemacht. Und zwar zeigt da wirklich, wir haben die Leute vor ca. 200, 300 Jahren gelebt. In der Zeit ist alles nach innen gebaut worden. Das sind wirklich nur die, was die Enkel. Zum Riefall rum habe und die größten sind 30 Meter groß gewesen. Hat eben gerade für überhaupt eigentlich der gesamte Handel, was über der See bewegt hat, ist alles mit Latinen betrieben worden. Und die haben ja gerudert werden können, haben Segel gehabt und haben gestochert. Retour am Rhein entlang haben gestochert müssen, wer es mit Ruder hätte es nicht erreicht. 115 gebaut wurde von der Firma Schädler, und zwar hat die Firma Schädler hat Blechwalzener und Blechpressener gehabt und haben unter anderem auch viel für das Auge geschafft. Der untere Teil da die Kerker drin gehabt. Der Wohner hätte doch immer für die Leute kochen müssen und die Frauen machen müssen. Das ist eine Metzgerei gewesen und so weiter, aber so wird da, wo man verschiedene Betrieb drin hat, innerhalb von einem Haus. Da ist aber der große Telegrafenantrieb. Und den Teil ist eine Bankgesellschaft drin gewesen. Und da hat sich eigentlich ergeben, als der Wohnungsnot ausgeworden, damals in Abon kam. Und man denkt, Abon hat 850.600 Einwohner gehabt. 1910 haben wir 9.200 Einwohner gehabt. Wenn man sich das da vorstellt, die ganze Explosion und wie viel das da Wohnungsnot ist und alles, kann man sich das. Man erzählt davon, dass eigentlich sehr viel Anwohner arbeiten. Wenn du Luther so Zeug erzählst. In dem Kinderwagen.
für das große und kleine Brot lieb gehabt, 15er Stückchen Mohren und Weckli von der Bäckerei Süss. Weckli Elise ist ein kleines, böses, hässliches, aber auch verletzliches Weib. Ihr müsst in der nicht alles glauben, was die so erzählt ist. Frechheit! Frechheit! Aber wenn nötig, auch sparsam, charmant und liebenswürdig. Sie ist recht ungepflegt dort hergekommen. Und es war nicht selbstverständlich, dass die Bäckerei Süss ihr die Arbeit gegeben hat. Rollers an der Nelkenstrasse waren regelmäßige Kunden und haben sie zu einer Pause eingeladen. Meistens war sie schlecht gelungen. Frau Hörler hat ihr eine Schützenwurst von der Metzgerei Lutz serviert. Und die musste pinkelig geschält sein. Vermutlich, weil sie fast keine Zähne hatte. Haben immer noch alle. Hau da eins an die Schnauze. Hör mal auf. Auch über den Kaffee hat sie nicht mit sich diskutieren lassen. Der hätte genau so müssen sein, wie ihn sie wollte. An einem Tag hat sie dann den Stadthalter besucht und ihre Pflegemöglichkeiten geschildert. Sie hat selber eingesehen, dass sie Hilfe und Unterstützung braucht. Es hat ihr aber weh getan, dass sie nicht mehr auf die Welt konnte. So ist dann die Weckli Elise ins Katharinental zu Diessenhofen gekommen. Da war damals noch ein Versorgungsort für Behinderte oder für Fälle, die ratlos gemacht haben. Am 18. Dezember 1963 ist die Weckli Elise gestorben. Es bleiben viele Fragen offen und es wäre sicher interessant gewesen, mehr über die Frau zu erfahren. Die Weckli Elise bleibt für viele Leute eine Kindheitserinnerung. Eins in die Schnorre schon, da hat sie sicher mit Recht gesagt. Nur so übersteht man die Walz. Kunsthalle Arbon gibt es jetzt schon mehr als 25 Jahre und wir machen vor allem installative Kunst, eine zeitgenössische, experimentelle, installative Kunst. Und unsere Besucher sind sehr viele Künstler natürlich, aber Publikum haben wir auch sehr viel von der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland natürlich. Wir sind als Verein konzipiert. Wir nennen uns Kunsthalle Arbon und wir haben einen Vorstand, der wechselt manchmal zwischen 5 und 7 Mitglieder. Wir haben eine Kuratorin neu, sie ist Kunsthistorikerin. Und bis dort an, bis sie gekommen ist, hat vor allem ich ihr Ausstellungsprogramm zusammengestellt mit meinem Vorstand zusammen. Aber jetzt sind wir eine professionelle Kunsthistorikerin und das Konzept liegt eigentlich weiterhin das gleiche. Oder? Wir wollen Künstler aus der Region zeigen, aber auch Künstler aus dem Ausland zeigen, wie man in anderen Ländern Kunst in dem Bereich schafft. Die heutige Ausstellung ist eigentlich das dritte Mal, wo die Kulturstiftung Thurgau eine sogenannte Werkschau ausstellt. Da ist eine jurierte Ausstellung, die Künstler bewerben sich und werden nach einem bestimmten Kriterium dann ausgejuriert. Und wir haben da innen 6 Positionen, 6 Künstler. Wenn wir gerade den Hanna anschauen würden, da ist ein sehr bekannter Steinbildhauer, das ist Peter Kamm. Er macht sehr interessante Steinskulpturen, nicht die herkömmliche. Und er hat in Arbon vom Sauerdusser sein Atelier. Ja, wir haben andere Künstler. Er ist der Herbert Kopeini. Thank you.
Es ist warte der Alte. Gut, okay. Eure Sieg. Ja. Euch einzuladen unter dem Motto, wie Saurer die Welt verändert hat. Also ich gehe der Zeit nach. Das erste war, dass sich der Franz Saurer, der Gründer von der Firma Saurer, also der Stammvater ist der Franz Saurer und der hat ja nicht nur einen Sohn gehabt, der hat mehrere Söhne gehabt. Und einer ist der Adolf, das ist der, der dann da später mit dem Vollbart, der berühmte Adolf Saurer, der hat aber auch Brüder gehabt. Also, die Frage ist, wie ist der Benzinmotor oder der Verbrennungsmotor auf Argon gekommen? Ihr wisst ja vielleicht, dass die Motoren alle etwa zur gleichen Zeit entwickelt worden sind. Der Benzinmotor, der Gasmotor, der Dieselmotor, der Elektromotor, die sind alle innerhalb 10 Jahren erfunden worden. Wo die Firma Saurer die neue Stickmaschine zweite Generation konstruiert hat, ist das erste Mal gewesen, dass man eine Maschine konstruiert hat, die nicht mehr von Hand angetrieben war, sondern einen Motorantrieb gebraucht hat. Jetzt ist man 1880 da in der Ostschweiz und sucht Motoren. Man ist sich gewöhnt, in Stückzahlen zu senken, nicht die einzelnen. Was in Frage gekommen wäre, das wäre die Dampfmaschine gewesen. Dampfmaschinen hat man brauchen in grossen Fabriken. Und Stickfabriken waren sehr selten. In der Ostschweiz war eine sehr dezentrale Struktur. Es sind sehr viele Stickmaschinen, sind verteilt. Also, man sucht. Und dann kommt doch tatsächlich, und ohne dass das irgendwie einplanen war, in dem Sinne ist es auch nicht Spirit of Saurer, sondern es war Glück oder Zufall, kommt ein Herr von Lüdeck. Und ich kann Motoren bauen. Und der hat so einen Mustermotor mitgebracht und dann hat er überzeugt. Und dann hat man ihm für 240'000 Franken Garantiekapital, und das ist jetzt Spirit of Saurer, die haben gesagt, das ist die Chance. Und haben dann in der Fabrik, da in dieser Fabrik, in dem Areal, in dem sogenannten Werk 1, haben sie ihm eine Fabrik in der Fabrik gebaut. Und der Herr von Lüde hat tatsächlich Petrolmotoren gebaut. Und der Petrolmotor, der vor dem Benzinmotor brauchbar gewesen, der Petrolmotoren, hat man können brauchen zum Stickmaschinen antreiben, aber auch sonst. Für das hat man es gar nicht gesucht, aber eine Chance sehen und umsetzen und auf den Weltmarkt. Und die Firma Saurer hat die Petrolmotoren im grossen Maßstab gebaut. Die kleinsten sind etwa so gross, also für einen Haushalt. Im Herrschaftshaus Saurer ist so ein Motor gelaufen zum Strom machen, es hat ja kein EWG. Und da hat man am Abend Villa mit elektrischem Licht beleuchten. Die grössten Motoren, die sind etwa so gross wie von dieser Wand bis zu dieser Wand. Riesen Motoren, immer Petrolmotoren, und die sind auf der ganzen Welt verkauft worden. Die Maschinensäle, die sie da hinten im Werk 2 aufgebaut haben,
Maschinensäle, wo fünf dieser riesen Motoren waren und eine ganze Fabrik angetrieben haben. Man hat die Motoren gekauft, weil sie besser waren und zuverlässiger als alles andere, was es gab. Und auf dieser Liste 6 Petrolmotoren, Koch, Frère, Paris, Rue de Martel. Verwendungszweck Automobilwagen. Automobilwagen. 1880 hat es noch kein Auto gegeben. Der Benz hat sein Auto 1886 in Betrieb genommen. Der Vergasermotor ist erst 1893 entwickelt worden. Vorher hat es keine Vergasermotoren gegeben. Da haben sie so mit Windeln ein bisschen Benzin, Gas gemacht und können verbrennen. Und der Adolf Sauer liest das und sagt, wenn der in Paris mit meinen Motoren Auto baut, dann kann ich auch mit meinen Motoren das Arbon-Auto bauen. Und hat von Koch Paris diese Gutsche in die Schweiz importiert, also über die Grenze, und hat da die Motoren drauf gemacht. Und 1890 ist der Adolf Sauer mit dem eigenen Auto durch Arbon gefahren. Und so ein Auto von diesem Typ ist im Historischen Museum. Das waren immer noch Petrolmotoren, komplizierte Motoren aus heutiger Sicht. Und dann ist Benzin erfunden worden und dann hat man Petrolmotoren auf die Seite gestellt, hat Benzinmotoren gemacht und das erste Lastauto gebaut, das mit Benzin gefahren ist. Also zuerst waren es Benzinmotoren. Der Benzinmotor hat den Nachteil gegenüber dem Dieselmotor, dass er mehr muss braucht. Für Lastwagen vor allem. Man hat schon sehr schnell, weil der Herr Diesel hat seinen Motor schon lange erfunden gehabt, man hat sehr schnell probiert, die Dieselmotoren auch in Lastwagen zu montieren. Und dann hat man mit der MAN, grösste deutsche Maschine- und Autobauer gewesen, mit der MAN in Nürnberg, hat man eine Kooperation gemacht. MAN hat vom Reichskommissariat den Auftrag bekommen, sofort Lastwagen zu bauen. Krieg droht. Und MAN hat nicht gewusst, wie man Lastwagen baut, aber Sauer hat es gewusst, hat man mit Handschlag gesagt, okay, wir zeigen denen, wie man Lastwagen baut, dafür wollen wir den Dieselmotor. Weil der Herr Diesel hat seine Versuchswerkstatt in der MAN gehabt. Und dann hat man so einen Motor wieder angefangen und 1927 ist dann der Dieselmotor gelaufen. Der erste Dieselmotor steht da hinten in dem braunen Auto. Das ist ein ganz alter Dieselmotor, der älteste Dieselmotor, den es noch gibt auf der Welt, der noch läuft. Und aus dem Dieselmotor, der noch sehr viel geraucht hat, sehr viel gestunken hat, sehr viel Musch gebraucht hat, das war noch nicht das Wahre gewesen. Jetzt gehen wir zurück, jetzt sind wir beim Motor gewesen. Jetzt gehen wir zur Weiberwirtschaft. Der Franz Saurer hat in St. Georgen gearbeitet, war dort ein kleiner Güssermeister, hat eine eigene Güsserei gehabt. Mit der Frau nicht nur hinter dem Herd, sondern die Frau in der Buchhaltung, die Frau in der Kasse, die Frau, die Rechnung geschrieben hat, die Frau, die gekocht hat. Die Frau, die die Leute gezahlt hat, und der Mann war ja einfach der Arbeiter gewesen. Und der hatte noch einen Gesell und einen Junior, der auch mitarbeiten musste. Kinderarbeit war kein Problem gewesen. Und dann ist seine Frau gestorben. Und was hat er wollen, der vorne in der Schmiede gestanden ist, wenn hinten immer mit Rechnung schreibt? Und es mit da kochen und noch Buchhaltung gemacht und die Leute zahlt. Also eigentlich Ende. Damit wäre eine Geschichte von der Firma fertig. Da Zarbon hat sich zur gleichen Zeit eine gleiche Geschichte ereignet. Da war nämlich ein Herr und Frau Stoffel in einer ganz ähnlichen Situation. Und die haben in einer mechanischen Webstuhlschreinerei Stoffel Webstühle gemacht. Hölzige Webstühle. Gerade da, wo wir sind, da war das Büdeli. Und dort ist der Mann. Die Witwe Stoffel wollte aufhören. Die Anna Stoffel hat gesagt, ich höre auf, ich verkaufe das Ganze, ich mag nicht mehr. Und dann hat ihre Nichte, Anna, hat zu ihrer Tante gesagt, Tante Pauline, jetzt gehen wir nicht auf. Wir Weiber kennen das auch. Was die Männer gemacht haben, das können wir locker auch machen. Und die Nichte Stoffel und die Tante Stoffel haben miteinander die Webstuhlschreinerei weitergeführt. Das ist doch unerhört gewesen, dass zwei Frauen meinen, sie können das eine Bude führen. Die Anna, ihrer Tante Pauline, gesagt, Tante Pauline, du brauchst wieder einen Mann. Und St. Gallen hat es einen. Plötzlich hat die Firma Saurer Stoffel geheissen. Und die Firma Saurer Stoffel hat weiter hölzige Webstühle gemacht. Und dann war aber der Franz Saurer da, nicht mehr der Herr Stoffel. Und der Franz Saurer hat gesagt, das mit den hölzigen Webstühlen ist kein Markt. Jeder kann einen Holzwebstuhl bauen.
und hat Stickmaschinen konstruiert. Dort steht die älteste Stickmaschine von der Firma Saurer, die der Anfang war vom Weltimperium Saurer. Das war das Thema von der Pauline, der Lastwagen. Das ist noch ein interessanter. Die Firma Saurer hat mit den Petrolmotoren und nachher mit den ersten Benzinmotoren PW gebaut. Am Anfang da die Doppelfährton, wenn er eben im Historischen Museum steht. Und nachher richtig lässige Kerne. So richtig tolle PW. Aber die Buchhaltung hat nicht gestimmt. Die Autos waren viel zu teuer. Also hat der Adolf Saurer seinem Sohn Hippolyt, der frisch von der ETH ist, erste Generation ETH-Absolventen. Und dann sagt der Adolf Saurer seinem Sohn, jetzt baust du einen Lastwagen, der kann 5 Tonnen hüpfen. Da hat man alles neu müssen erfinden. Die Räder hat man neu müssen erfinden, die Achse hat man neu müssen erfinden. Der Motor hat man neu müssen konstruieren, das Chassis hat man neu müssen konstruieren. Alles hat man neu müssen machen. Resultat, ein Lastwagen, wo tatsächlich 5 Tonnen getragen hat, wo tatsächlich gefahren ist, aber unverkäuflich, weil zu teuer. Und dann sagt der Adolf zu seinem Sohn, lass dich nicht ermutigen. Einmal ein Misserfolg, das ist ja kein Problem. Wir verdienen mit der Stickmaschine genug Geld, fang noch einmal an. Und dann hat der Hippolyt Saurer ein zweites Lastauto konstruiert. Das Lastauto, das in die Geschichte eingegangen ist, als 3TC, 5TC, 5TK und 3,5TK. Das ist dann 1905 auf den Markt gekommen und von diesen Lastwagen sind zu Tausenden verkauft worden. Da hat man die Lastwagen auf Brasilien verkauft, die hat man auf Australien verkauft. Wir haben so einen Lastwagen im Museum, wir haben von Brasilien einen entdeckt und haben ihn zurückgeholt. Das ist der Caminau. Also der Mut zu haben, nach einem grandiosen Misserfolg nochmal vor mir anzufangen mit Lastwagenbau. Das ist eben Spirit of Sau. Jetzt gehen wir noch miteinander den ältesten Lastwagen anschauen. Kennt ihr mit? Wir gehen jetzt zu dem Lastwagen hier. Das ist also der älteste Lastwagen, den die Firma Saurer gebaut hat. Oder der erste Lastwagen, den die Firma Saurer gebaut hat. Und wir behaupten, dass das der älteste noch vollständig existierende Lastwagen überhaupt ist auf der Welt. Alles, was an dem Auto ist, hat müssen frisch erfunden werden. Aber die Schwerlasträder hat man müssen konstruieren. Ein Vierzylinder-Benzinmotor mit dieser Leistung hat es nicht gegeben. Der hat er müssen 5 Tonnen tragen, also hat er müssen 10 Tonnen ziehen. Das ist eine ganz neue Konstruktion gewesen, eine einzigartige Konstruktion für die damalige Zeit, eine super Konstruktion. Das Getriebe hat man nicht müssen machen. Man hat die Hinterachse komplett müssen erfinden. Man hat ja müssen wissen, ob der Lastwagen nicht zu viel geladen hat. Man hat müssen wissen, wie viel geladen ist. Für das hat es da hinten eine Waage. Da ist die Waage. Und da sieht man 5 Tonnen, 4 Tonnen, 3 Tonnen, 2 Tonnen. Und da ist der Zeiger. Der Zeiger ist im Getriebe angemacht und die Skala ist im Chassis angemacht. Wenn man jetzt das Chassis lädt, drückt es das ab und der Zeiger kommt rauf. Und dann weiss man, wenn er auf dem 5 ist, dann ist genug geladen. Da hat man 5 Tonnen drauf. Das wäre alles nicht nötig gewesen. Das hat man nachher gelernt und hat das Auto dann konstruiert. Das ist der Spirit of Saurer. Ein Misserfolg, also packen wir nochmal an und konstruiert nochmal ein Auto. Das Auto hat je 2 Zylinder in einem Motorenblock, nicht mehr 4 Einzelzylinder, ein kleinerer Motor, ein leichtes, wesentlich leichtes Auto. Und das Auto ist der Welterfolg. Von diesem Auto sind Tausende von Stück verkauft worden. Ein so ein Auto war das erste Auto, das über die Cordillere gefahren ist. Das erste Auto, das über die Rocky Mountains gefahren ist, von New York auf Los Angeles. Das allererste Auto, das durchgefahren ist, ein Greifliger wie der. Der ist von Brasilien exportiert worden. Dort ist Pony, das ich von Brasilien überkommen habe. Heute ist alles Museumstag. Wir machen gerade für den Amt, für Arbeit. Ist gut. Danke.